Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks mit dem Krumm. Hallo. Krumm, warum hast du einen komischen Schleckhammerchen-Smiley in die Team Joghurt Gruppe geschickt? Weiß ich nicht. Lecker, alles, Team Joghurt. Lecker. Einmal ablecken. Und war lecker, Team Joghurt? Ja, ne? Voll geil. Ja, sehr lecker. Ich muss mich ja mal eben wieder anständig in meinen geilen Pornostuhl setzen. Ah. Schloch. Du bist nur auch gerne so ein Pornostuhl. Ja. Geburtstag. Hoffe ich doch. Ich schenk dir einen. Ich schreib dir sogar extra auf das Paket Pornostuhl. Ja, Mann. Mach das okay, wenn das machst. Ehrenmann. Die ganzen dämlichen Deppen hier können alle kein Panzer fahren, ey. Ich auch nicht. Das ist ein Echt? Premium, neuer Premium-Panzer. Brüte. Den sollten wir mal ins Wasser schubsen. So, jo, scheiße, ist die Map zu Ende. Ich und mein Panzer und ich. Bitte aufzusehen, dass der so wie das von Baby's Beauty Palace, oder? Hihihihi, ich bin schwanger, hihihihi. Ich bekomme drei Kinder, hihihi. Ernsthaft, Alter, man kommt da nicht drüber mit einem Panther, wollt ihr mich verarschen? Dann drehe ich wieder auf und fahre zurück. Dumm. Ich sag mal, das Team untersetzen, nicht einfach feige abhauen. Ab in die Schlacht. Ich sehe schon leicht unten links die Meldung. Krumm ist tot. Ja. Ich hab die Meldung, die wird mir dann sogar genauso eingeblendet, ne? Krumm wurde überfahren. Krumm wurde eine Schippe auf den Kopf geschlagen. Das ist voll Much. Aber natürlich eine pornöse Schaufel, das ist ja logisch. Yeah. Mit Team Joghurt drauf, ne? Ja, eine pornöse Team Joghurt Schaufel. Ja, push it! Oh, kacke das. Fuck. Oh, shit, hallo. What? Ja, moin, steht da schon so ein Tiger 1-3-1, Alter. Ah, fuck, ich fresse. Aua. Und mein Fahrer ist down. Warum ist mein Fahrer schon wieder down? Ja, moin, ich hau dir nicht mehr die Kette ab, Alter. Tschüss. Danke, Kameraden. Ich bin gleich wieder da. Was heißt gleich? Scheiße. Ja, Mann. Toto, du bist schuld. Oh Mann. Oh.
Was ist Deutschland? Deutschland ist, wenn wegen 12 Gramm Gras die Polizei mit Gefallen vor Verzug deine Wohnung stürmt. Scheiße, Handy ist aus. Die gewinnen zwei Gefechte in Folge. Tagessieg. Mann, Toto, wann kommst du wieder? Du Sackgesicht. Drei, zwei, eins, hallo. Ach Mann, diese Judenhaft. Und 61 mm hat der E75, das ist ja lächerlich. Der E100 hat 231 RP, Millimeter am Turm, 231 bis 191 mm an der Front und der, wie nennt man das eigentlich beim Panzer, das Drehturm, der Drehturm, also das Unterteil davon. 121 bis 161, der Rest oben, unten, Heck. Ja. Die Maus, glaube ich, überall. 131. Ich dachte, ich mache meine auf Pax und puste dir jetzt erstmal ins Mikro. Pax! Was macht man das? Ich bin professionell, nicht. Ja, stimmt, stimmt. Wir sind ja hier gerade ohne Pax, also professionelles Gameplay. Entschuldigung. Ja, ohne Waffe eigentlich. Du weißt schon, dass man während einer Aufnahme nicht weggeht. Ich musste, es tut mir leid. Auch wenn man andere Sachen vorhat. Ich musste mich übergeben. Es ging nicht anders. Achso. Wegen diesem guten Gameplay. Ja. Chrome, wollen wir nachher oder morgen mal probieren, ob dein PC, ob dein kleiner Laptop jetzt schon was taugt für Open Transport Tycoon? Ich glaube, nein. Der schafft ja nicht mal World of Tanks auf der lowesten Einstellung. Hallo, du, guck dir mal bei mir, guck dir mal bei unserem Kanal mal OpenTTD an. Und dann siehst du auch, was das für ein Low-Spiel ist. Das ist einfach ein ganz normaler Laptop, also nicht zum Zocken oder ähnliches. Ja, das ist. Warte, ich verlinke dir das Video mal eben im Chat. Ich habe mein gratis mein Handy abgegangen. OpenTTD Team Jockert. Jockert mit einem R als. Nein, nicht. Oh, jetzt schreibt der Rocket. Nein. Ist der doof, Alter? Ey, meine Fresse. Team Jockert. Ha. So, teilen. WhatsApp. Ich hab's. Chrome? Zwei Chrome? Zwei Chrome hört mich nicht. Komm, hat dich gehört. Oh, ich habe dir das Video verlinkt, kannst du dir gleich mal zu dem Beginn mal angucken, dann siehst du, wie grafisch furzig das Spiel ist. Das dürfte sogar dein Laptop schaffen. Und ich meine, da müsstest du ja nur nebenbei eben noch Teamspeak laufen lassen, darüber eigentlich noch quatschen. Das dürfte der Laptop eigentlich, glaube ich, locker schaffen. Ich habe nicht mal einen Kopfhörer zum oder Discord. Das können wir auch benutzen. Aus meiner Sicht auch viel, ist auch viel geiler als Ich benutze trotzdem über Teamspeak, weil da kann ich aber die Stimmen der einzelnen Personen anständig runterregeln, weil sonst hörst du Pax so unheimlich laut, weil der schreit immer so ins Mikro, sitzt so nah am Mikro. Weißt du, was ich Jetzt meine? wissen wir noch alle. Ja, klar, wir wissen noch alle, wie der Pax ist. Ja, der sitzt dann der sitzt da förmlich im Mikro und schreit dann noch und dann, ne? Er ist das Mikro. Er ist sein eigenes Mikro.
Ja, aber mit deiner Lautstimme, mit deiner. Ich bin das, Achtung, ich bin hinter dir, Hilfe! Oh toll, ja, Massenkarambolage. Ah, Waffenträger bist du. Alter! Ey! Ich schmeiß diesen Panzer hier gleich in einen Haufen Much-Scheiße. Du musst zurück. Fahr zurück. Haut mir der Waffenträger Panzer. Hat der Waffenträger auf Panzer 4 mir mal eben knapp 700. Nee, 600 Damage rein. Aha. Mhm. Ja. Komm, fahr mir doch mal von der Linse weg hier. Ich muss warten darauf, dass der Waffenträger da rauskommt. Ich hab HE gesagt. Ja, ich hab HE geladen. Wenn der Waffenträger rauskommt, dann ist er hoffentlich weg. One shot. Ey, Mann! Ohne Witz, ich treff nichts, Alter. Alles fällt entweder zurück oder mein Schuss geht sonst wohin. Ich muss nach vorne, ich treffe hinten gar nichts. Du weißt schon, ne, wir werden von innen noch beschossen. Ich habe nur noch 380 HP und mein Armor-Rack ist weg. Gut, dass du mir das sagst. Jetzt, deshalb fahre ich jetzt aber anders hin. Ja, Tiger. Olle Scheiße. Das macht voll Spaß. Scheiße, aber Spaß. Hi, Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. World of Tanks, Spaß. Pass auf, der M1 3 guide jetzt in den Kill. Natürlich guide in den Kill. So. Ah, frisst 920. Voll der Lappen, Alter. Komm, Leo. Ja, ich sehe es. Der treut ab, der Leo. Alter, die kleine Gun. Der ist so schnell. Also. Welcher? Er schießt müssen. Jetzt und ist er nicht mehr schnell. Noch. Der fällt nirgendwo mehr hin, du. Jetzt ist er tot. Ach, da hinten. Ach, da steht der T10. Scheiße. Warte, oh, den krieg ich. Glaube ich. Nee, fuck, der. Also, da ist immer noch kein Profilbild von dir drinnen. Ne, hab ich auch nicht. Ich will echt wissen, wie du aussiehst. Oh. Das ist ein Geheimnis. Niemand darf den Toto sehen. Das ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse von Team Jokert. Ich weiß auch, wie du aussiehst. Du weißt nicht, wie ich aussehe. Du kannst dir nur vorstellen, wie ich möglicherweise aussehen könnte. Illuminati confirmed. Pass auf, der kommt jetzt sofort bei mir durch und killt mich, wetten? Aber der hat jetzt eh gleich schon voll. Ist klar, ey! Diese Drecksarti, ne? Komm, warum hab ich mich jetzt schon wieder doppelt? Ich bin's nicht. Ja, ich auch nicht. Ernsthaft, Alter, die diskutieren jetzt hier allesamt mit mir, warum ich sage, dass PES einfach grafisch um Längen besser ist und EA da eigentlich nachlegen muss. Jetzt diskutieren die hier, jetzt diskutieren diese ganzen richen Bonzen-Wichser mit mir. Nee, FIFA ist ja viel geiler. Nein, FIFA ist Bullshit. Guck dir Mo Salah an, ja. Wenn ich mir den angucke, dann denke ich mir, das ist keine Ahnung wer, aber nicht Mo Salah. Und in PES, da siehst du sofort, ja, das ist Mo Salah. Ne? Und dann sagen die mir, ne, FIFA ist viel geiler von der Grafik. Aha. Du bist auch leicht auf den Kopf gefallen, ne? So ganz leicht. Nur minimal. Ja, aber das sind halt dann eben hier diese ganzen kleinen Bonzenwichser, die meinen, sie wären es, nur weil sie meinen, sie hätten Geld.
Scheiß auf Geld, Alter. Scheiß auf den Kapitalismus. Hier wird alles überteuert. Nee, aber weil ich kaufe doch nichts, was einfach nur teuer ist und keine Qualität hat. Da kaufe ich. Deshalb. Ja. Und mir macht aber nur das Spaß, was qualitativ auch hochwertiger ist nicht da, und nicht das, was einfach nur teuer ist. Ich sehe, was meine Meinung. Krom, wir sollten Mitte fahren, nicht Berg. Berg ist heavy. Deswegen fährt der Medium auch dahin. Ja, weil er lebensmüde ist. Wieso, wir können da mit unserer Gun eigentlich ziemlich viel ausrichten. Bitte? Wir können da mit unserem Kanon eigentlich ziemlich viel ausrichten. Ja. Das Gute ist, da keine Arti ist. Guck mal, da hinten dein OI-Opfer. Warte, Opfer! 135. Achtung, Chrom, da hier stehen so ein paar kleine Leitwichser, Alter. Voll gefressen hat der, Alter. Ah, okay, jetzt habe ich gefressen. Alter, ist ja gut, Junge. Jetzt chill mal da hinten da mit deinem Demi Premium Panzer, Alter. Alter, wie geil er sich jetzt fühlt, weil er denn mit einem Premium Panzer kämpft, ne? Boom, leck mich. Oh. Haben wir da noch? Fuck daneben. Warum ist Krom mit dieser Party? Vielleicht ein Netzwerkfehler oder so. Kommt bestimmt dann wieder der Krom. Alter, jetzt steht da oben schon Medium, ey, Mann. Ja, war klar. Nachgucken, ob Chrom jetzt mir gerade noch als online angezeigt wird. Oder ob Chrom mir gerade als nicht online angezeigt wird. Das wäre. Und macht dann so eine tolle Hellcat. Die ballert dann den UI zusammen. Oder ist der UI, ne? Sehe ich nicht, scheiße. Müsste aber eigentlich. Oder UI, sie gerade hier zu kloppen. Nimmt hier eiskalt den gegnerischen Tiger 1 raus, Alter. Und das war's. Kollege, du musst weiter in die Senke rein. Die zerschießen dir deine Wanne.
Kommt hier 29, bring das Match zum Ende. Because want to see how you will verkack. We want to see it. So, T29, mach mal was. Ist ja langweilig, dir zuzugucken. Komm, Alter, Kraftpanther, der kann nix. Alter, der lässt sich halt ernsthaft vom Kraftpanther damit ballern. Oh, nice. Come on, man, come on. Entweder er trifft jetzt, ansonsten war es das. Wie wenig Damage macht er dem denn? Ja, danke. Ich mach dem Ding da eigentlich kaum Schaden, aber. Merkwürdig. So, das war meine Runde. So sollte man Panther nicht spielen. Habt ihr wieder was gelernt? Wieder was gelernt. Ne? Sind wir wieder um eine Runde schlauer geworden. Ich löse den Zug erstmal auf, bis Chrom wieder da ist. In der guten Hoffnung, dass Chrom heute aber noch wiederkommt. 165.000 für Medana. Ohne Witz, ich muss auf dieses scheiß Paket spielen, weil ich habe so hart keinen Bock, diesen Dreckspanzer zu spielen hier, ne? Diese Drecksausführung, Komm, ach egal, komm, dann wir spielen jetzt hier noch eine Ausführung. Ein Teil, ja, und dann beenden wir auch die erste Folge am heutigen Abend. So, let's go, Leute. Sind perfektes Load hier. Sind hier leichtes Fresschen für die Starken hier, also für die, die was machen können, nicht so wie wir hier. Fahren wir mal an die Front in unserem Top Heavy hier, ne, mit stärkster Panzerung und
einer tollen Kanone und ja, ne? Okay, kommen wir jetzt mal zum ehrlichen Teil. Wir haben eine scheiß Panzerung, wir haben eine Kackkanone. Das Einzige, was wir sind, ist, wir sind halbwegs schnell. Das ist für ein Heavy. Ansonsten ist der Panzer eigentlich Bullshit. So ungefähr könnte man es sagen. Dum, 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 dum. So, Krom ist eben wieder online gekommen. Hallo, Krom! Hallo! Again. Was war los? Internetausfall. Ich hatte schon mit irgendwie sowas gerechnet. Ich spiele gerade eine Runde mit meinem Lieblingspanzer. VK45-02 Ausführung A. Das ist nicht der Heavy, Anführungsstrichen, mit Panzerung. Das ist der Scheißpanzer, den Pax hat. Ich weiß. Und dieser Panzer. Dieser Panzer ist Bullshit. Der Nachfolgepanzer, der ist so geil, aber die Ausführung A, Alter, die ist so ein Dreck, ne? Alter, ich komme nicht mal bei einem Objekt 252U durch, ey. Dieser Panzer ist so ein Bullshit. Also wer sich so einen Dreck ausgedacht hat, ne? Geil, ich habe jetzt in der Runde 2 kritische Treffer geschafft. Boah, geil, Alter. Und 57 Schaden. Yeah, und das war ein Rammschaden. Boah, geil, hat sich ja mal gelohnt. Das Ding ist so scheiße. Wann habt ihr nicht Ferien? Wer, Pax? Na, ihr, du. Pax und ich, wir müssen ja echt zeitlich Ferien haben. Am 16. Juli, also in exakt 3 Wochen. Ich hab am 5. Juli Ferien. Dafür hast du aber nicht so lange Ferien wie ich. Haha. Weil ich hab nämlich Ferien, wo wenn du schon wieder in der Schule bist. Ha. Ja. Und? Aber ich hab Ferien, wo du noch in der Schule bist. Naja, so wirklich Schule ist halt. Warte, du hast 5. Ja, okay, an den 2 Tagen, da muss ich noch in der Schule, danach haben wir Projektwoche und eben Zeugnisvergabe, also irrelevant. Juckt mich eh nicht, da bin ich eigentlich mental schon abwesend, wie eigentlich immer. Da bist du schon mental in den Ferien. Das war ich auch schon nach den letzten Ferien, also von daher, ich weiß nicht, ob das zählt. Bam, Alter. Voll der krass. Oh, scheiße. Nein, fuck. Raus. Ich muss dich erstmal einladen. Auch jetzt mal mitbekommen. Ich bekomme immer alles mit, Alter. Aha. Ich mache jetzt hier einen auf Diva. Neue Kriegsgeschichten. Nein, die gibt's erst morgen. Mit dem großen Update. Yeah! In der Hoffnung, dass das. Ja, morgen kommt das größte Update in World of Tanks, das es jemals gab an der PlayStation. Oder an der Konsole. Was ist für eins? Boah, wie heißt das Update? Alter, das wurde doch schon 50.000 Mal jetzt angekündigt. Du bekommst das immer noch nicht mit. Du bekommst mit, dass World of Warships gepublished wird, aber du bekommst nicht mit, wie das riesige Update heißt. Ja, ich schau mal trotzdem im Internet nach. Was war das hier? Nee, das war die. Alter, jetzt muss ich hier irgendwo hier mal immer meine. Mercenaries heißt es. Wo ist da so alles drin? Erscheint am 26. Das weiß ich auch noch nicht. Erscheint am 26. Juni. Morgen oder an dem Tag. Hat nämlich wieder ein Bekannter von mir Geburtstag. Haha. Geil. So, dann kann ich doch nicht den ganzen Tag durchzocken. Schade. Scheiß auf die Verwandten. Ich scheiß auf dich, Alter. Ich mach auf dich den großen Scheißhaufen. Draußen nicht. Oh, der Franzose will aufgeben. Er hebt schon die Kanone hoch. Er gibt immer auf, Alter.
Aber der Amex 5100, also jetzt ist ein geiler Panzer, weil der ist ja dann auch schon Trommelaffe bei den auch von den Heavys. Die Kanone hoch. Mach ich auch mal mit. Das kann ich nicht aufgeben. Aber komm, bei meinem Kaliber, wenn ich meine Kanone hochnehmen könnte, könnte man denken, ich bin der Ersatz für ein Eisenbahngeschütz. Ja, vom schweren Gustav. Ich setz gleich meine Super ein. Meine Super nennt sich auch schwerer Gustav. Damit schieße ich in den Gegner-Cap, dann war's das. Ich bin Sturmtiger, Alter. 38 mm Mörsergeschütz. Ne, 38 cm Mörsergeschütz war es, ja. 38 mm, das ist ja gar nichts, Alter. Ja, Zentimeter. Da haben sogar die Franzosen größere Geschütze. Da finde ich nicht mal mit Baguette. Also den Berg da, den fahre ich nicht rauf. Ich breche hier unten direkt die gegnerischen Linien durch. Komm, kommst du mit, wir müssen gegnerische Linien durchbrechen. Ich fahre auch vor. Ich durchbreche aber gerade andere Linien. Da oben ist gefährlich, weil da kann weiter hinten noch Jagdpanzer stehen. Das Problem habe ich hier unten nicht, weil ich hier halt eben durch die Häuser geschützt bin. Stadtkampf! Ja, ich habe auch hier so einige Panzer vor mir. Dim. Strommasten braucht keiner, werden alle umgefahren. Ja, mein scheiß PS4-Ladekabel ist im Arsch. So, hier die Spannungsleitung, die braucht auch keiner. Alle weg. Komm, ist schön da oben, also ich habe die Linien durchbrochen. Die Linien belaufen sich auf nicht einen einzigen Panzer. Bei mir sind 4, 5, 6 Panzer. Egal, ich hab das schon. 483 auf dem T-150. Na, ich hab hier so ordentlich Panzer, die ich eine Seite beschießen kann. Okay, da hat mir irgendwer da einen tollen Kill geklaut. Wichser. Oh Mann, ich treffe den Tiger 1. Nee, ich wichs. Wichs, ja, scheiß Much. Much, alles Much. Alles Much hier. Der Gegner, es ist erstaunlich, dass der Gegner vorher nicht wusste, wo ich bin. Aber schön, dass er mir das jetzt sagt. Der Gegner weiß, wo wir sind. Ja, toll. Ohne Witz, wie kann man denn diesen Panzer hier übersehen, bitteschön? Ich prall ab. Einen über 100 Tonnen Koloss, den kann man doch gar nicht übersehen. Jetzt mal ohne Scheiß. Tschüss, Indian PZ. Chrome, der Gegner hat jetzt schon mal keinen Indian PZ mehr. Easy. Yeah, wenn wir Indianer aufgeschaltet. Ich hab hier oben auch ordentlich aufgeräumt. Komm, fahr mal zurück zum Cape, ich komm da nicht mehr hin, da bin ich zu lahmarschig. Aber wir müssen den Cape verändern. Und am besten sie alle aus dem Cape rausschießen. Ich mach schon. Ja, ich. Langsam. Ja, du bist aber definitiv deutlich schneller als ich. Aber ich meine, das ist jetzt auch keine Kunst. Du 100 Kilo, du 100 Tonnen fettes Kind. Ey, jetzt spiel ich nicht mit meinem Gewicht. Du wiegst so viel wie dreimal die Erde wiegt. Nee, ich glaube so viel nicht. Ja, Rheinmetall, also 400 knall ich dir doch noch rein, da. Oh, wie süß, ein Sechser versucht mich frontal zu durchschlagen, ein Sechser Medium. Der 88er. Nee, der Stritzwagen hier hinten. Schwede. Achso, ja, klar. Tschüss. Boah, ich dachte der Russe, der 88er. T-34-88. Leute, wir müssen jetzt mal den Cap unterbrechen, da das nichts wird. Na, ist los. Der WZ ist doch voll dumm. Anwinkeln. Ha! Tiger gebounced. Lappen. Alter, wenn ich mich so anwinkel, dann kann der bei mir nicht durchkommen. It's unmöglich. Chrom, Cap unterbrechen. Ich versuche schon. Wenn du den Tiger irgendwie rausloggst, kann ich ihm vielleicht noch eine knallen, aber dafür muss er sich freier machen. Ja, also, ne? Aus dem übertragenen Sinne. Möchte ich auch.
Sei denn, sein Medium knallt da rein. Medium ist knallt da rein, Alter! Ja, wow. Danke! Ich hab so einen Herzinfarkt gehabt. Komm, warst du noch eine Sekunde oder so ein Scheiß? Easy, Leute, gewonnen. Mann, fängt man auf den Scheißkampf verwirken. Ich kann nichts mehr machen. Ich versuche nochmal, ob ich noch bei uns hinten noch in Cap komme, aber. Cap ist auch gesaved. Vor allem Krom, wir haben beide zwei Kills, ne? Läuft. Und zwei Kills. Drei Kills meinst du? Eigentlich die Kriegermedaille. Nee, Waffenbrüder haben wir. SP, also Spähpanzer 1C. Wer weiß, wo der sich wieder rumtreibt, du. Irgendwer hat mir wieder was geschrieben über WhatsApp, hab ich hier keine Ahnung. Mal nachgucken. Aha. Unwichtig. Ja, trotzdem, ja, alles nicht. Nice, Alter, 889 CP, Junge, easy. Nein, ich brauche Schaden gemacht und alles. Easy, Alter. Hä, hey, wieso haben wir keine Medaille bekommen? Eigentlich. Weil beide drei brauchen. Ah, scheiße. Aber mein Lieben, ich würde mal sagen, das war's jetzt auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und schreibt was Schönes zur Abwechslung mal in die Kommentare, nicht so wie sonst immer, ne? Sonst immer nur zwei, drei Leute gucken, keiner schreibt Kommentar, keiner gibt mal ein Feedback. Aber so, Leute, gebt mal Feedback ab, sonst können wir nichts positiv beeinflussen an unserem geilen Gameplay, professionelles Gameplay. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein Abo da lasst, falls ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich auch schön Werbung macht für den Kanal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Team Yorkert. Haut rein, tschüss. Tschüss.